Und da gebe ich jetzt ab. Hallo, liebe Spaziergänger! Aufs Neue! Ich weise nochmal aufs Organisatorische hin. Achtet auf ausreichend Abstand und haltet Nasen-Mund-Partie warm, ihr wisst schon. Wie jeden Montag freue ich mich total, dass wir alle hier so zahlreich zusammengekommen sind. Das, was hier heute passiert ist, passiert gerade in so vielen Städten. Wir sind inzwischen über mehrere Hunderttausende in über 500 Städten in Deutschland auf der Straße. Wir stehen und gehen hier, weil unsere rote Linie überschritten ist und weil wir auch gesehen und gehört werden wollen. Ich weiß, wir sind hier Lehrer, Ärzte, Professoren, Rentner, Eltern, Schüler, Juristen, Pfleger, ob Ungeimpfte, Geimpfte, Geboosterte, alle finden sich hier inzwischen zusammen, denn wir sind Menschen. Danke für die Unterstützung, weil, auch wenn man es vielleicht nicht denkt, ich bin etwas nervös. Ich bin nämlich eigentlich auch nur eine brave Bürgerin aus der Mitte der Gesellschaft. Ich habe auch ein Umfeld, deren Meinung gespalten ist. Ich habe auch ein Privatleben, ein Berufsleben und stehe jetzt aber hier, um mal zusammenzufassen, wer wir sind und warum wir hier stehen. Anfangen, dass die Impfung als Hauptgegenstand vieler Diskussionen ja keine sterile Immunität verspricht, keine Herdenimmunität bietet, dass die Studienlage nicht ausreichend ist, dass Statistiken immer wieder verzerrt werden, dass Maske tragen vor allem für Kinder und auch im Freien wohl mehr Schaden für die Gesundheit anrichtet, als überhaupt eine Rolle im Infektionsgeschehen spielt. Dass die Medien gezieltes, in Fragezeichen, Framing betreiben. Dass kritische Inhalte und Stimmen zensiert und mundtot gemacht werden. Dass die Zahlen an psychologischen Erkrankungen in den letzten 2 Jahren massiv angestiegen sind. Dass die epidemische Notlage nationaler Tragweite bereits am 25.11. ausgelaufen ist, zu lesen auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit. Man kann sich ja mal vertun. Dass die Bettenknappheit in den Krankenhäusern nicht Corona zuzuschreiben ist, sondern der Sparpolitik und des Pflegemangels des letzten Jahrzehnts. Dass der Gesundheit, der Prävention, der Behandlung und den Antikörpern in der Corona-Frage viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dass die Politik in vielen Punkten in Sachen Kommunikation und Transparenz versagt hat. Und ich zähle hier ganz bewusst nur die Sachen auf, die jeder Mensch mit ein bisschen Hirn selbst feststellen kann.
Wiederherstellung unserer Grundrechte. Nach der Wahrung unserer liberalen Demokratie, nach dem Zusammenhalt und der Inklusion in der Gesellschaft sowie einen friedlichen, ergebnisoffenen Diskurs. Wir laufen hier unter anderem für unsere Gesundheit und die unserer Kinder. Den uns so oft vorgeworfenen Radikalismus, Rechtsextremismus, die Gewaltbereitschaft, den Mangel an Bildung und den Mangel an Solidarität. Nochmal, es gibt mit den vorhandenen Impfstoffen keine Herdenimmunität. Den weisen wir hier entschieden zurück. Friedrich, es ist kein Impfstoff. Er ist vorläufig zugelassen, nichts anderes. Hier geht es aber um Menschsein, um Wiedermenschsein, um Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, danke. Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden. Wir laufen hier nicht nur für unsere Freiheit, sondern auch für die der nachfolgenden Generationen. Für die wir uns doch alle sicher wünschen, dass sie ohne gesellschaftliche Zwänge, ohne Zweiklassengesellschaft, ohne psychische und gesundheitliche Schäden aufwachsen können. Ja. Lasst uns den nächsten Montag noch mehr Leute einladen, mitzukommen, denn unsere Teilnehmer sollen nicht vorschnell verurteilt werden. Es könnten alles unsere Nachbarn, Kollegen, Freunde, Eltern und Kinder sein. Danke. Liebe Freunde, ein kleines Bonbonchen zum Abschied. Boris Palmer von den Grünen in einem Interview hat er gesagt, naja, es wird Zeit, wir müssen dafür sorgen, dass die Nicht-Geimpften mit 5.000 Euro bestraft werden. Dann werden sich auch 98% dieser Leute melden. Und mit den letzten 2% wieder, da werden wir schon klarkommen. Was sagt uns das? Wir müssen weitermachen. Immer weiter. Wir sind stark genug und wir müssen versuchen, viele, viele Leute hier weiterzumachen.